Moin Moin, hallo, willkommen zu einem neuen Projekt, würde ich mal sagen. Mit nämlich hinter uns kommt er mit einem guten Kollegen, Dustin. Dustin, möchtest du dich vorstellen? Ja, also ich heiße Dustin, so wie man hörte, und möchte heute mit noch mal ein bisschen LS sorten. Und ich merke schon, wie ich total falsch mache. Ja, wir haben uns mal gedacht, ein bisschen im Multiplayer zu zocken. Ne? Wir haben uns eigentlich die Karte Volksholm Map ausgedacht. Gab aber Startschwierigkeiten aufgrund dessen, dass die Karte irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht synchronisiert hat. Deswegen haben wir uns gedacht, dann packen wir uns. Warte, das passt ja, Pappen. Dann schwingen wir uns auf die Pappenburg. Und Das so ist sind. ja auch die Fehler. Ja, das ist irgendwie Fehler, keine Ahnung. Ja, die Karte ist im Großen und Ganzen eine sehr schöne Karte. Wir haben uns eigentlich überlegt, dass wir hier von Anfang an starten, ne? Und das denn? Du kannst davon ausgehen, dass wir auf der Karte Gras häckseln. Scheiße. Du wirst Häcksler fahren, ich fahr ab. Na super. Ja, wir haben uns, um ehrlich zu sein, nicht wirklich ein Thema ausgedacht, über das wir reden sollen. Einfach so hier reingegangen, das war's. Also nicht wirklich große Gedanken gemacht. Aber wir sind seriöse Let's Player, wir sind spontan. Ich habe mir so überlegt, dass wir vielleicht mal drüber reden, über die Entwicklung von Landwirtschaftssimulator. Wärst du für das Thema dafür, das denn? Ja. Also, ich würde sagen, dass du anfängst und ich gebe dann hinterher meinen Senf dazu. Okay. Also ich finde, die hätten da aus dem LS15 viel mehr rausholen können. Also ich finde es gut, dass sie jetzt die neuen Maschinen und so alles reingemacht haben. Aber trotzdem, also irgendwie habe ich mehr erwartet vom LS15. Und also auch die Maps, finde ich, hätten auch anders sein können oder andere Maps sein können. Die Björnheim-Map ist gut, aber irgendwie, wie hieß die nochmal, die Map, die andere? Volksholm? Nein. Westerfeld. Wespe Fels, die war ja auch in LS als Lager-Map drin. Und die hätten sie ruhig rausnehmen können und dafür eine andere Reihe machen können, weil das ist ja eigentlich nur so geklaut und das finde ich ein bisschen blöd, aber ja. Wie ist deine Meinung dazu? Also, ich finde es gut, dass zum Beispiel dieses Titanium-Addon zum Beispiel, dass sie das jetzt einfach so mit ins Spiel eingebaut haben. Was man aber jetzt, wenn man mal LS13 anschaut, es gibt bis heute kein Final Patch. Was ich ein bisschen schade finde, dieses komische, dass diese Anhänger so unterschiedlich gefüllt werden, finde ich zwar alles klasse. Aber es gibt manche Anhänger vom Standardspiel, die einfach mittendrin aufhören. Also obwohl da noch genug reingehen täte, das finde ich halt ein bisschen schade. Also man könnte locker mehr aus diesem Spiel rausholen. Es gibt zwar schon ganz gute Maps, aber die ganzen Herren und vielleicht auch Damen von Giants könnten die Mod-Doku, heißt sie glaube ich, mal raushauen, weil sobald dieses Skript draußen ist, können wir uns auf extrem tolle Mods drauf freuen. Wo man echt sagen muss, ich finde es ein bisschen schade, dass sie uns da dieses Spiel, ich würde nicht sagen hingeklatscht haben, aber dass sie es irgendwie nicht so herzhaft da so hingeschmiert haben. Vor allem, was ich schade finde, dieser Forstteil. Ich finde den Forstteil ein Stück weit unrealistisch, weil Forst natürlich, es gibt viele Landwirte, die haben vielleicht ein Stück Wald, vielleicht so 2, 3 Hektar Wald,
Aber zeigt mir einen Landwirt, der, sagen wir mal, so einen ganzen Ponse oder einen Skorpion, so einen Ponse oder einen Buffalo hat. Das hat kein Landwirt. Das finde ich ein bisschen schade, dass man das so groß gemacht hätte. Wenn, dann hätte man es vielleicht als Extra-Simulator raushauen können oder von mir aus als Extra-DLC. Das finde ich halt ein bisschen... Hör auf, dich zu bewegen, Dustin. Das finde ich halt ein Stück weit schade. Also das mit dem Forest finde ich eigentlich sehr gut, dass sie das jetzt so gemacht haben. Und es gibt ja auch Landwirte bestimmt, die Ponzegeräte haben. Warum nicht? Weil, dass die dann andere damit unterstützen oder so? Es gibt vielleicht Lohnunternehmen, ein paar Lohnunternehmen, die vielleicht als Winterbeschäftigung da nur im Wald arbeiten und sich dann und vielleicht diese Maschinen auslasten können. Aber zeig mir einen Milchviehbetrieb mit vielleicht, sagen wir mal, in meiner Gegend jetzt mit so ungefähr 30 Hektar und vielleicht, keine Ahnung, 60 Milchkühen. Mehr haben die meisten Landwirte hier in meiner Gegend nicht. Es gibt vielleicht 2-3 Bauern, die hier in meiner Gegend Wald haben. Die haben aber vielleicht so 1-2 Hektar und haben ganz normale Motorsägen und keinen kompletten Vollernter. Das hat kein Landwirt. Das finde ich ein bisschen schade, dass man das so extrem hochgepusht hat. Was los? Wegen dem Bauern da an der Seite. Achso, okay, gut. Du denkst mit. Ja, das finde ich ein bisschen schade, aber gut. Vielleicht kommt da jetzt nochmal ein gescheites Skript. Aber wenn man mal im offiziellen Forum von Giants schaut, da gibt es so eine Liste, welche Sachen im nächsten Patch oder in dem übernächsten Patch behoben werden. Und da gibt es so 3 verschiedene Farben. Ich glaube Rot, Grün und Orange, meine ich. Und Orange ist, glaube ich, die Farbe, also diese Mods, oder diese Fehler werden gar nicht in einem Patch behoben. Unter anderem ist da auch diese Füllmenge, dass der Anhänger bis zum Rand gefüllt ist. Das finde ich halt ein bisschen schade. Vielleicht mache ich mich noch dran und schreibe mal eine E-Mail. Mal gucken, ne? Und dann schauen wir mal weiter. Also ich finde auch echt, man hätte wirklich aus diesem Spiel mehr rausholen können, weil die haben jetzt fast drei Jahre doch an diesem Spiel hier mehr gearbeitet. Und dann, also irgendwie finde ich das schon ein bisschen frech. Ich glaube, dass manche, wenn sie es vielleicht so keine Ahnung, in einem Monat, noch einen Monat lang verschoben hätten, weil sie sagen, das und das funktioniert noch nicht so ganz, wir möchten uns da noch mal ein bisschen beschäftigen. Ich glaube, dass die meisten Spieler vielleicht gesagt hätten, das ist zwar nervig, aber gut. Und die meisten gesagt hätten, okay, finden wir gut, dass wir dann auch sehen, dass ihr gucken möchtet, dass wir es fehlerfrei haben möchten. Aber die haben ja gesagt, den Termin gesetzt und dann einfach so rausgehauen. Jetzt zum Beispiel GTA, die haben es noch mal verlängert. Das kommt jetzt im März raus. Haben sie verlängert, weil sie noch nicht ganz zufrieden waren. Das finde ich ja auch voll okay. Aber jetzt LS. Ich finde auch, dass Giants sich zu sehr auf diese Modder verlässt. Warte, ich fahre mal ganz kurz rum. Giants verlässt sich zu stark auf die Modder. Die sagen wahrscheinlich, ja, die Modder, die richten unser Spiel, die machen alles gut. Aber wenn man jetzt mal schaut, es gibt nicht mehr so diesen guten Modder. Zum Beispiel nehmen wir als Beispiel Mahu. Mahu hat zum Beispiel die Futtermischstation gemacht. Oder zum Beispiel, was hat denn der noch gemacht? Zum Beispiel dieses Zunahmegüllefass als Wasser und Milchtank, dieses blaue, hat er gemacht. Und wenn man mal schaut in LS13, gibt es wahrscheinlich jetzt keine Map mehr, ohne irgendwas von Mahu drin verbaut ist. Das finde ich halt ein bisschen schade. Er hat zu viel Kritik bekommen anscheinend. Und aufgrund dessen hat er dann aufgehört mit Mod, ne? Wo man sagen muss, dass manche die Kritik extrem hart machen. Die werden zum Teil echt beleidigen. Das finde ich dann zum Teil echt eine Unverschämtheit. Die machen sich die Arbeit
da keine Ahnung wie viele Tage da zu sitzen, ne? Und uns Mods rauszuhauen. Und der Dank ist dafür, dass wir die dann irgendwie beleidigen und sagen, hey, du bist ein scheiß Modder. Finde ich jetzt nicht ganz korrekt. Also, so bei Bulgur, der hat ja auch richtig lange Zeit gelassen für die Midmap. Und also, ich fand irgendwie, als die dann rauskam, war die noch nicht ganz fertig irgendwie. Dustin, du bist gleich voll, gell? Ja. Und ich finde, er hätte sich da vielleicht auch noch, hätte sich da ein bisschen mehr Mühe geben können und die vielleicht noch länger lassen können. Klar, aber das Problem ist, jetzt guck mal die Micmap an. Die Micmap hat so ungefähr ein bisschen über 120 Felder. Und dann die Details reinzuhauen, ich weiß nicht. Klar, man könnte vielleicht aus der Karte noch ein bisschen mehr rausholen, aber ja. Aber in der Vierfach-Map, da alle Details reinzuhauen, wird ein bisschen schwierig. Hatten wir nur Autotraktor oder Autocombine drin? Autocombine meine ich. Verdammt, ich hab das vergessen reinzumachen. Oder? Ja, hab ich vergessen reinzutun. Ich würde dann sagen, dass wir das dann ganz in Ruhe hier jetzt abdreschen. Dann das Stroh schwadern und dann später mit dem Ladewagen draufhauen, würde ich sagen. Ja, weil ich wollte sonst jetzt der Autocombine hier reinhauen und er würde dann in der Zeit schon mal was anderes machen. Okay. Ja. Aber findest du, der Frostteil müsste sein jetzt im LS15? Nee. Ich hätte es besser gefunden, dass sie das vielleicht als DLC irgendwie raushauen. Das hätte mir jetzt besser gefallen, weil das ist einfach, es hätte nicht sein müssen. Es ist zwar da, klar, es ist jetzt im Spiel drin. Man kann es jetzt nicht mehr ändern. Sein, müssen, hätten, nicht unbedingt, aber es ist halt da. Wir können jetzt da nichts mehr ändern, wir müssen uns halt jetzt damit zufrieden geben. Ob man den Forstteil nutzt oder nicht, ist jetzt jedem seine Sache. Wir nutzen ihn vielleicht, aber versprochen ist nichts. Ja, also wenn wir den Forstteil auch nutzen, dann würde ich auch erst sagen, wenn wir bessere Maschinen und alles so haben. Also nicht, dass wir jetzt gleich am Anfang schon sofort auf die Forstmaschinen und so sparen. Ja, das bringt nichts. Hörst du, okay, gut. Ich denk mit. Jo. Weil ich eh gleich oder so gut wie voll bin. Und dann würde ich einfach mal geschwind abfahren. Na, du hast ja 65% drin, 67, 68 und so weiter. Also es geht noch. Ja, aber zum Beispiel wir machen so. Wenn unser Anhänger ganz gut gefüllt ist, wenn man es mal ein Prozent angibt, bei so 80% fahren wir eigentlich schon weg. Okay, ja. Ich guck, dass ich da jetzt so rumfahre, bla bla bla. Willst du das erst ins Lager fahren? Ja, hab ich gedacht. Ich würde sonst sagen, dass wir das sofort verkaufen und dafür uns einen größeren Anhänger kaufen. Obwohl, das geht ja nicht mit diesem. Na, das einzige, den nächsten Anhänger können wir diesen Kröger Akroliner, diesen Drehschemel können wir kaufen. Ne? Aber was soll's. Wir können uns da jetzt mal Gedanken machen. Aber ich würde sagen, ihr findet erst im nächsten Part raus, ob wir den Anhänger kaufen oder nicht. Das findet ihr erst im nächsten Part raus. Ich würde sagen, das war's für den Part und wir sehen uns beim nächsten Mal. Mockout, wir sehen uns. Ciao, ciao.